Mein Meister ist eine elegante und sehr einfache Mindmap-App. In der Gratis-Version hast du insgesamt drei Mindmaps zur Verfügung. Das heißt, du musst halt immer wieder mal eine löschen. Das reicht für schulische Zwecke meist. Außerdem hast du ein bisschen einen eingeschränkten Funktionsumfang. Beispielsweise kannst du keine Dateien oder Fotos direkt in deine Mindmap integrieren. Du kannst aber natürlich einen Link dann zu einer Datei, die in der Cloud liegt, einbauen. So wirst du begrüßt. Das ist die Standard-Map, die schon integriert ist. Wenn ich jetzt hier drüben aufs Menü gehe, so kannst du hier unten auf das Plus tippen und eine neue Mindmap erstellen. Hier hättest du auch die Möglichkeit, die Mindmaps noch in Ordner zu verwalten oder eine bestimmte Vorlage aufzurufen. Die Vorlage können wir aber jederzeit nachträglich noch ändern. Geben wir gleich einen Titel. Nehmen wir an, wir machen eine Ideensuche für den Schulsilvester. So haben wir den Ausgangspunkt und wenn du jetzt daneben mit einem Doppeltipp machst, so wird ein neuer Ast eröffnet. Und wiederum ein Doppeltipp daneben, du kannst hier noch zoomen, um es ein bisschen genau zu sehen, macht einen Unterast. Eine andere Möglichkeit ist über diese Symbole hier drüben rechts. Mit diesem Symbol hier wird auf der gleichen Ebene ein neuer Ast gemacht. Und mit diesem kannst du einen Unterast wieder zu diesem Begriff machen. Ja, wenn du jetzt merkst, dass ein solcher Punkt eigentlich am falschen Ort ist, auf der falschen Ebene, so kannst du ihn packen, gedrückt halten und daraus einen neuen Hauptast erzeugen oder ihn an eine andere Stelle ziehen, zum Beispiel auf dieser Ebene. Lässt sich also jederzeit alles wieder umstrukturieren. Ebenfalls kannst du die ganze Sache noch farbig gestalten. Du hast hier mit dem Pinselsymbol die Möglichkeit, ein Symbol hinzuzufügen, zum Beispiel die Glühbirne. Du kannst hier das Design der ganzen Mindmap noch ändern und du hast hier die Möglichkeit, Schriftfarbe, Art und Größe noch anzupassen. Interessant ist aber vor allem auch das Kommentarfeld. Hier mit diesem Symbol hier kannst du noch zu diesem Stichwort jetzt noch Notizen anbringen. Ebenso im gleichen Menü drin kannst du einen Link einfügen, den du von einer Webseite kopiert hast. Zum Beispiel einen YouTube-Clip. Wenn du auf Fertig gehst, so siehst du diese beiden Symbole und du kannst die Notiz mit einem Mal einblenden oder du kannst direkt in dieser App den entsprechenden Link aufrufen. Ja, du siehst, es ist recht einfach. Die weiteren Schritte, kannst du dir auch selber beibringen. Was vielleicht noch wichtig ist, die Zurücktaste. Wenn du mal etwas aus Versehen geändert haben solltest und jetzt vor allem, wenn du jetzt mit jemandem gemeinsam diese Mindmap bearbeiten möchtest, so tippst du auf dieses i und über Map teilen kannst du jemanden per Mail zur Mitarbeit einladen, beziehungsweise wenn diese Person die Mindmap nur anschauen, aber nicht bearbeiten dürfen soll, so kannst du hier diesen Schieber nach drüben schieben. So, das wär's. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß mit deinen ersten Mindmaps.